Cook, Serve, Delicious. Folge 179. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, ich dachte mir, nach all den 2K-Videos und Grusel und PC-Bilderei und Action und was weiß ich was alles, werden wir den Monat etwas locker beenden. Und ich habe durchaus Bock, bei Battle Kitchen noch ein bisschen weiter zu spielen. Und naja, apropos Battle Kitchen, da gehen wir jetzt mal hin. Weil das hat mir Fun gemacht und ich hätte gerne noch das ein oder andere Achievement. Eins könnte heute oder zumindest in der Session, es kommen ja 2 Folgen, durchaus droppen. Wir hatten die Quick Challenge bestanden. Ihr seht, ich habe so Charakter freigeschaltet. Einer mehr und es müsste ein Achievement droppen. Die Strike Challenges habe ich mal probiert, sag ich mal. Da werde ich heute, denke ich, jetzt noch eins probieren. Und dann versuchen wir mal diesen Endurance oder Endurance Mode, ja, also Ausdauermodus. Da weiß ich gar nicht, was mich erwartet. Ich denke, man muss so lange wie es geht durchhalten. Keine Ahnung. Werde ich auf jeden Fall mal versuchen. Heute möchte ich noch eine Strike-Challenge machen mit euch. Einfach, damit ich wenigstens ein paar gezeigt habe. Ich kann gar nicht sagen, ob ich alle zeige, ehrlich gesagt. Aber heute mache ich noch eine. Simply Delicious haben wir gemacht. Zumindest auf Standard Difficulty perfekt. Ich würde mal Meet and Greet versuchen. Bei Simply Delicious stand dran, any easy array of foods to welcome even the most inexperienced cook. Also halt einfach. Und hier steht Delicious Meats to savor and flavor. Delicious, delicious meat. Also da geht es um Fleisch. Passt ja zu mir. Männer essen quasi mit Bier und so. Achso, habe ich da jetzt noch irgendwas? Konnte ich da was auswählen? Nö. Machen wir mal Standard-Schwierigkeit. Warm gespielt bin ich natürlich nicht. Aber das ist nicht schlimm. Charaktermäßig. Ja, egal eigentlich, oder? Ich nehme das Huhn. Ich hatte das, glaube ich, schon mal genommen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Was war da jetzt nochmal alles? Ich will mal wissen, was mich erwartet. Chicken Breast, Hamburger, Bier, Corn Dogs und Wings. Oh, okay. Müsste ich hinkriegen. Ich glaube schon. Kriegt man ja Hunger. Ich werde versuchen, mal ganz in Ruhe. In der Hoffnung, dass ich es vielleicht sogar auf Anhieb hinbekomme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie gesagt, warm gespielt bin ich jetzt nicht, aber darum geht es auch gar nicht. Vielleicht schaffe ich es ja gleich perfekt. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Fliegen. Mustard. Ich bin schon ein bisschen kalt. Ich merke auch sofort wieder. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, direkt andere Maus. Gerade noch mit einer anderen gespielt am Main-PC. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Machen wir mal die Biere schnell. Zu beachten gibt es ja nicht viel irgendwelche Salz oder sonst was. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, so schwer ist es zum Glück nicht unbedingt. Just Ketchup. Da muss man halt drauf achten, dass man nicht das Falsche drückt. Die Hamburger könnten ein Problem werden noch. Bacon, Lettuce, Tomatoes. Da hat er mich jetzt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er direkt serviert will. Ich dachte nur Fleisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just Ketchup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bacon, Lettuce. Just Mustard. Okay, noch das Bierchen ausschenken. Ich versuche in aller Ruhe, wie ihr seht. Just Ketchup. Just Mustard. Weil der irritiert mich mit diesem Getue teilweise. Two Meaties, also doch mal mit Fleisch, wa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Können wir natürlich machen, kriegt man hin. Just Mustard. Mustard. Okay, zweimal Meat, zweimal Bacon und einmal Cheese. One Meat Patty. Machen wir mal das Hühnchen, ich will nicht so viele Meat Patties auf einmal machen. Sonst ist es so stressig. Two Meat Patties. Okay, Meat, Lettuce, Bacon, Cheese, Tomatoes. Gut, das sind ja einfache Burger, muss man sagen. One Meat Patty. Das sind ja einfache Burger. Ein nettes Problem.
Genau. Meat, Meat, Lettuce, Bacon, Cheese, Tomatoes. Ja, ganz Standard-Burger eigentlich. Meat and Lettuce only. Und damit habe ich es geschafft. Oh yeah. Ja, das war direkt perfekt. You have completed standard difficulty without a single bad order. 2 blue stars awarded. Und jetzt müsste ich wieder am Glücksrad drehen dürfen. Yay. Yay. Spin. To win. Ich will den FTL. Und stopp. Speedrunners. Sieht auch nicht schlecht aus. Okay. Müsste das jetzt nicht ein Achievement geben, wenn ich wahrscheinlich hier zurückgehe oder so? Nein. Was? Aber ich habe doch 3 freigeschaltet. Das hieß 3 und 6. Na, vielleicht, wenn man auf den Charakterbildschirm geht. Ja gut, weil das jetzt so schnell ging. Ich wollte in der Folge nämlich nicht noch den anderen Modus auch noch machen. Da mache ich halt eben noch Friday Night Lights. Okay, mit Bier, Pizza, Getränken, Pommes und Eis. Oder so mal Italian Bistro. Oder Seafood. Hm. Ach, machen wir nach der Reihe. Machen wir Friday Night Lights. Vielleicht kommt jetzt das Achievement, wenn ich auf die Charakter gehe. Also irgendwas muss ja in der Richtung sein. Hä, ich verstehe das nicht. Also, entweder buggt das, oder auf jeden Fall war ein Achievement, wenn man 3 Charakter freischaltet, Special Guests. Gut, vielleicht muss man sie spielen, aber wenn das auch nicht funktioniert, dann weiß ich langsam nicht mehr. Was hatten wir denn für Bier ist wieder am Start, Pommes, gut, statt die Wings, Eis, Pizza und Getränke. Ich weiß nicht, ob ich das auf Anhieb hinschaffe, also hinkriege, schaffe. Probieren wir mal. Mann, ich will das Achievement. Was ist los? Buggt das oder was? Speedrunners. Dann nehme ich jetzt mal den. Vielleicht, wenn ich starte, weil dann habe ich den, den und den gespielt. Dann waren es ja 3. Vielleicht funktioniert ja das. Habe ich den gespielt? Diese, was ist das? Ente, Roboter, Entenroboter? Hm. Komm, gib mir das Achievement. Was soll das? Hallo? Hm. Na, ich weiß es nicht. Na, vielleicht danach, wenn das Guest-Ding sie durch ist. Sonst verstanden habe ich es jetzt nicht. Sonst muss ich vielleicht mal im Forum fragen. Zack, zack, aber ich muss mich konzentrieren. Würde ich das ja auch noch hinkriegen hier. Zwar ohne Fehler, wenn es geht. No salt. 3 Vanilla. 1, 2, 3. Okay, einfach nur das. Okay. Vanilla Chocolate. Ja, bisher habe ich kein Achievement. Vielleicht danach. Wenn das auch nicht geht, weiß ich es nicht. So steht es dran. Im. Ach, ich habe ein Krümel auf dem Mauspad. Ja, so steht es dran bei Steam. Ach, jetzt habe ich natürlich. Ey, ihr werdet nicht glauben, was jetzt passiert ist. Jetzt habe ich natürlich, weil ich mich die ganze Zeit von diesem blöden, ja, ist egal, Tomatosauce, Cheese, ich habe die ganze Zeit an meinem Mousepad rumgespielt. Da wird man richtig nervös, wenn man das Spiel spielt und dann fängt man an so Kleinigkeiten rumzueiern. So was Blödes. Ich habe die ganze Zeit versucht, mit der Hand diesen blöden Krümel wegzuwischen. 1, 2, 3 ist gar. Ach, wisst ihr was? Kann ich das irgendwie abbrechen? Nee, kann ich nicht abbrechen, oder? Ach Mann, blöd. Ich wollte sagen, ich mache nochmal einen Neustart. Ist egal. Nicht schlimm, was soll's. Ich will es jetzt nicht unbedingt abbrechen, womöglich klappt das mit dem Achievement doch noch. Aber so blöd, wegen so einem Krümelümel. Also, just cheese, okay. Ach, ich versuche es halt einfach nur durchzuziehen. Dann ist halt dieser eine Fehler. Dann mache ich danach halt noch eins. Just cheese. Blöd, blöd, blöd. Unnötig. Tomato sauce, cheese, Mushroom. Hm, okay. Ja, unnötig. Aber man wird da richtig nervös, so wie die Sau. Rutscht mir das raus, oder? Na ja, gut, jetzt geht's natürlich richtig schief, weil ich ins Hintertreffen gerate. Egal, das haken wir ab als Fail. Ich würde es ja abbrechen, aber ja. Obwohl, ich mache jetzt absichtlich mal was falsch. Kann ich das irgendwie absichtlich falsch machen, dass er abbricht? Okay, ich will das nochmal von vorne probieren. Das war jetzt blöd. Aber ich kriege immer noch kein Achievement. Das hat mich zusätzlich irritiert. Und jetzt gucke ich, dass ich diesen Krümel wegmache. Jetzt lass mich mal in Ruhe, Krümel. So. Nee. Also. Hat jetzt nicht, ich mache jetzt Retry, aber ich krieg das Achievement dominiert. Enttäuschend. Na egal. Vielleicht, wenn ich den 4. freischalte oder so, ich habe keine Ahnung, aber jetzt muss ich mich echt konzentrieren. Das war jetzt gerade nix. Egal, jetzt. Hä? Was war das? Ach, mit Sprinkles, gell? Ey, jetzt muss ich aber jetzt kurz überlegen. Mein Gott. Ich brech's nochmal schnell ab. Kann man ja, wenn man so will. Jetzt komm, lass mich mal einmal richtig machen, bitte, Spiel. Jetzt muss ich mir echt zusammenreißen. Also, jetzt gilt's aber hier. Jetzt gilt es. Jetzt gilt es. Ich bin kurz einfach jetzt total irritiert gewesen. Ich glaube, das mit dem Achievement hat mich gestresst. Der Krümel hat mich gestresst. Außerdem warte ich auf einen Anruf vom Tierarzt. Der kann jeden Moment soweit sein. Das fällt mir, glaube ich, auch deswegen schwer, mich zu konzentrieren. Aber jetzt kommt das Comeback. Jetzt werdet ihr sehen. Jetzt einmal richtig konzentrieren und das Ding hier
Durchziehen, perfekt. Ich kann das. Das ist doch kein Thema, Menschenskind. Einfach mal einmal zusammenreißen. Aber da seht ihr halt, ich bin halt auch nur ein Mensch. Logisch, oder? Und das Spiel, wenn man nur ein... Ja, wie soll ich sagen? Selbst beim Babbeln jetzt, einmal ein bisschen abgelenkt und schon, das ist sowas... Man kommt aus dem Rhythmus. 1, 2, 3. Oder man kratzt sich mal kurz oder so. Das ist so brutal. Ich glaub das nicht. Das ist so ein Rhythmusding. Eigentlich sollte ich durchgehend die Klappe halten. Dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Egal, ich mache das jetzt perfekt, um zu zeigen, dass es auch geht, wenn ich mich konzentrieren kann. Ansonsten eben nicht. Cheese, Pepperoni, Sausage, Bacon. Ich bin ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Es ist nicht gerade wenig Zeug, aber ich schaffe das. Medium Grape. Mit Eis. Ich bin gerade ein bisschen still, weil ich mich jetzt gerade wirklich versuche zu konzentrieren. Könnt ihr euch ja vorstellen. Tomato Sauce, Cheese, Sausage. Mushroom. Okay. Large Water. Vanilla Chocolate. Na! Oh. Okay. Jetzt hat die Maus gerade nicht richtig mitgemacht. Also die Session ist ein bisschen Katastrophe, muss ich gestehen. Das, oder diese Session kann ich nicht sagen, aber... ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich ziehe das jetzt mal durch. Das war nur ein Fehler, das ist jetzt nicht so schlimm. Die Session möchte ich nicht als schlecht bezeichnen, aber... Hat die Maus versagt irgendwie. Small T. Schade, so unnötig. Aber ich bin richtig, ja, wie soll ich sagen? Immer so, und er wollte nicht rübergehen, das habt ihr vielleicht gesehen. Hatte ich einen Fehler, sowas Blödes. Na, ein schnelles geht noch, ich will das perfekt schaffen. Also, das ist jetzt da irgendwie in der, Dings ist jetzt der Wurm drin, in dieser Challenge hier speziell. Zuerst werde ich total abgelenkt und dann will die Maus nicht richtig rüber, bis ich rüberkomme, ist es zu spät. Kriege ich jetzt mein Achievement, dann bin ich da mal beruhigt. Ja, jetzt bin ich halt nochmal. Vielleicht klappt's ja dann. Honey Rose, okay. Das gibt's doch nicht, warum kriege ich noch keine Achievements? Also ich bin mir ganz sicher, dass es welche geben sollte. Jetzt habe ich schon 4 Special Guests, also irgendwie haut das nicht hin. Fragt mich nicht, ich probiere das jetzt nochmal mit dem, also... Ah, okay, na endlich, da seht ihr es auch mal. Aber warum müssen es denn jetzt 4 sein? Also das hat jetzt auch entweder... Was blinkt denn da rum? Jetzt bin ich da wenigstens beruhigt, dann kann ich mich vielleicht endlich konzentrieren. Ich wollte sagen, es stand in der Achievement-Beschreibung, habe 3 Special Guest Stars. Das sind aber schon 4. Oder ist das halt wirklich so, weil die kochen müssen? Also, er hat einmal gekocht, er hat einmal gekocht und er hat einmal gekocht. Vielleicht ist es so, dass sie wirklich das Kochen machen müssen. Aber jetzt komm, also, ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Die ganze Zeit irgendwie abgelenkt oder so. Jetzt weiß ich, das Achievement hat geklappt. Jetzt kann ich mich brainen hier auf Ding. Keine Krümel, keine Ablenkungen. Die Maus hier ein bisschen Smoothie versuchen zu machen. Komm jetzt, das ist so wirklich nicht schwer. Ich möchte mich hier nicht blamieren. Was soll denn das? So schwierig ist es doch nicht. Komm jetzt. Willow, zeig mal, was du kannst. Was soll das denn? Mach dich hier nicht zum Affen. So brutal schwer ist es denn überhaupt dann? Come on. Ja, ist halt schwierig. Man kann sich nicht warm spielen und es gibt keinen Retry-Button so richtig und... Aber seht ihr, jetzt fängt wieder meine Nase an mit Jucken. Es ist, ihr müsst es mal probieren. Ey, Wahnsinn. Just Cheese. Seht ihr, jetzt wollte ich gerade auf Space. Warum? Man ist da so überdreht teilweise. Und dann ist der Tag heute halt, ich hab's ja schon gesagt, auf Anruf warten und 1, 2, 3. Egal. Mit Eis machen wir die Pizza zuerst. Tomatensauce, Cheese und Pepperoni. Machen wir immer die schweren Sachen zuerst. Tomato Sauce, Cheese, Sausage, Mushroom. So, zack, zack, mit einer Cherry. Zack, zack, auch mit einer Cherry. Schenken das Bier ein. Der eine Fehler war auch unnötig. Da hat wirklich mal wieder mal mir die Dings einen Strich durch die Rechnung gemacht, die Maus. Aber ich sollte nicht so viel quatschen, sonst geht's wieder schief. Medium Diet mit Eis.
Das macht einen nervös, dieses Geknalle. Ja, lauf doch ruhig was aus. Ich schaff's wieder nicht, das ist unglaublich. Ich schaff's wieder nicht, ey, das gibt's doch nicht. Ey, was ist schon los? Lass uns probieren, noch einen Versuch, dann habe ich keine Lust mehr auf diese Challenge, ganz ehrlich. Also die ist nicht ohne, irgendwie, es ist brutal. Man denkt sich zwar, ja, easy peasy, aber irgendwie... Ja gut, aber deswegen nennt sich das ja Challenge, oder? Muss da drin sein. Ich ziehe das jetzt durch mit euch. Auch von der Länge, ist mir jetzt egal. Der Folge. Ich will das einmal hinbekommen. Ja, das Achievement hat es aber gepasst. Das hat gedroppt oder ist gedroppt. Kann nicht mal mehr reden. Es hat gedroppt. Mein Gott. Aber bei all dem Stress, oder wie man sagen will, das Achievement habe ich. Die erste Challenge ist so gut gelaufen. Aber die hier ist irgendwie überschattet von... Ach, ich weiß auch nicht. Wenn dann zu viel passiert, dann traut man sich irgendwann nichts mehr zu. Tomatensauce, Cheese, Sausage. Ist mal unlocker. Tomatensauce, und die drei. Dann ist man unlocker und... Ach, keine Ahnung. Und es kommt halt echt viel. Also das ist nicht so, dass man da kurze Pause hat. Also es ist Dauer-Rush-Hour, wenn man so will. Aber ich bin recht konzentriert gerade. 1, 2, 3. Warte, was hieß. Just Cheese. Ohne Salz in dem Fall. Large Cola mit Eis. 3 Vanilla. 1, 2, 3. Vanilla, Chocolate, Large Diet, Vanilla, Chocolate, Cherry und Spices. Tomato Sauce, Cheese, Pepperonski, Sausage. Tomato Sauce, Cheese, Pepperoni, Sausage, Bacon, Muffin. Small Tea mit Eis. Large Grape mit Eis. Large Water mit Eis. So. So. Das war wahrscheinlich die längste Folge überhaupt von Cook's Day of Delicious. Das ist mir jetzt aber gerade egal. Jetzt habe ich es nämlich geschafft. Jetzt habe ich mich bei diesem einen Versuch jetzt noch richtig zusammengerissen. Du liebe Zeit. You have completed standard difficulty without a single bad order. One blue star awarded. Ein erneuter. Es ist zwar kein Glücksrad mehr möglich, also ich kann nicht mehr drehen, aber immerhin. Jetzt werden wir in der nächsten Folge eine, kommt ja noch, auf jeden Fall diese Ausdauer-Challenge ausprobieren. Und ja, puh, jetzt bin ich hier mal mit dieser Folge durch. Das war eine wirklich lange Folge, nicht die längste, aber wirklich lang. Und dann sehen wir uns wiederum in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.